So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich möchte euch mal ganz kurz was Interessantes zeigen. Ich öffne mal meine Pokémon Go App. Niantic, ne? Richtig genial, steht da Niantic. Jetzt warten wir mal, bis das geladen hat. Eigentlich traue ich mich momentan gar nicht rauszugehen, weil mein Datenvolumen fast aufgebraucht ist. Aber für euch und diese tolle Location habe ich mir gedacht, drücken wir nochmal hier drauf, drehen das im Freien, sieht super aus. Der Ladebildschirm, wunderbar. Und jetzt gleich neuer Tag, neues Glück. Der Ramses ist verrückt, ne? Guckt euch das an. Pups, NetGhost und zwei andere haben deine Geschenke geöffnet. Ist das nicht schön? Und was sehen wir noch? Warnhinweis, wir haben Aktivitäten auf deinem Konto festgestellt, die andeuten, dass du modifizierte Client-Software oder nicht autorisierte Software eines Drittanbieters nutzt, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, ja? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Vielleicht beim Spieletrend? Dies ist der erste Verstoß dieser Art für dein Konto und bleibt ungefähr noch 6 Tage aktiv. Wir raten dir dringend, diese Aktivitäten einzustellen. Weiterer Verstöße haben die Sperrung deines Kontos zur Folge. Alles klar. So. Oh, jetzt hat auch gerade jemand eingeladen. Haha. D12 Sneeble hat eingeladen zu Incognito. Das wollen wir aber nicht machen. Die Alga hätten wir vielleicht gemacht. Die Bildschirmaufnahme mache ich jetzt aber wieder aus. Das war es nämlich mit der Bildschirmaufnahme. Und ich möchte einfach kurz mit euch mal quatschen. Ja. Jetzt muss ich aber hier das auch ausmachen. So. Außerdem ist der Hannes noch da. Wer das nicht weiß, guck, da ist der Hannes. Moin. Der Iswo ist gestern nämlich zurück. Oh. Tot. Einfach umgefallen. Den Iswo haben wir gestern zum Bahnhof geschafft. Der Iswo ist gestern zurückgefahren. Hannes ist noch da. Wir haben gerade noch einen Raid gemacht. Und es ist ja das große Thema Nummer 1. Alle Leute sagen immer zu Ramses, hast du das mitbekommen? Spieletrend wurde gesperrt. Spieletrends Account wurde gesperrt. Hä, Spieletrend spooft wohl. Spieletrend der Cheater, ne? Mit S-C-H-I-E-T-E-R. Spieletrend der Cheater. Aber jeder wollte meine Meinung dazu wissen. Immerzu haben mich die Leute gefragt. Ich habe gedacht, okay, wir machen mal ein kleines Video dazu. Mal meine Meinung zu der ganzen Sache, zu dem Thema. Und vor allem, weil ich auch gefragt wurde, letztens auch von Sabrina spielt wieder, die gefragt hat, ob ich keine Angst um meinen Account habe. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Pablo wurde auch gesperrt, ne? Der auch immer gerne den Leuten geholfen hat in den Streams, Zuschauer-Raids mit organisiert hat, alles bei sich ausgestrahlt hat. Spieletrend wurde da jetzt hochgenommen, aber kann man das wirklich sagen? Viele sagen, jetzt sieht man erstmal, dass der feine Herr Spieletrend gar nicht so eine saubere Weste hat. Cheater, so, hat die ganze Zeit heimlich gespooft. Ich muss sagen, für mich ist das eigentlich ein weiterer Beweis, dass das System von Niantic einfach kompletter Müll ist. Ich kenne Spieletrend nicht persönlich. Ich habe nichts mit ihm zu tun in dem Sinne. Ich habe keinen Grund, ihn hier den Rücken frei zu halten. Aber ich glaube daran, wenn er sagt, dass er nichts Verbotenes getan hat, dass das wirklich so ist. Ein Spieletrend würde niemals seinen Account gefährden. Er zeigt doch auch eigentlich fast immer alles. Alles, was er fängt, alles, was er, seine Ausbeuten, sein Zeug, sonst was. Gut, man kann auch natürlich im eigenen Ort rumspoofen in dem Sinne. Aber es ist Spieletrend. Ich bin einer der Personen, der wirklich 100% sagt, Spieletrend ist das beste Beispiel dafür, dass man sieht, dass Niantic einfach nur Mist macht. Ja? Dass das Erkennungssystem von Niantic kompletter Schwachsinn ist und sogar unschuldige Leute öfters trifft, abzieht, komplett rausnimmt. Eigentlich ist es gut, dass es Spieletrend erwischt hat, so blöd es klingt, denn dadurch ist dieses Thema auch mal aufgewühlt. Es gab schon so oft in diversen Gruppen Leute, die gesagt haben, hä, ich habe so eine Meldung bekommen, ich habe überhaupt gar nichts gemacht, was ist das? Und der komplette Hate ging los. 1000 Leute haben sich in den Kommentaren auf diese Person gestürzt und haben gesagt, haha, du dreckiger Cheater, lüg hier nicht so rum. Und die haben sich wieder verteidigt, gesagt, nein, ich hab noch nie gespooft, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe noch nicht mal eine IV-App zum IV-Ausrechnen, irgendwas. Ich mache das alles übers Internet mit Tabellen, mit irgendwelchen Werten, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht mal, was IV ist. Den Leuten hat niemand geglaubt. Die haben immer gesagt, Quatsch, nur Spoofer kriegen das. Spieletrend zeigt uns, nein, jeder kann das bekommen, es kann jeden treffen. Es haben sich in letzter Zeit Meldungen vermehrt, überall in den Foren, Reddit, sonst was, keine Ahnung. Viele Leute haben sich dazu gemeldet, gesagt, sie haben auch was bekommen, sie haben nie was gemacht. Jetzt ist natürlich, die Leute ärgern sich über die Spoofer, diese Dreck-Spoofer, aber gebt die Schuld nicht den Spoofern. Die Spoofer können nichts dazu, gebt die Schuld einfach Niantic, dass die halt
nicht wissen, was sie tun. Ne? Klar soll es sein, dass die Spoofer damit aus dem Spiel genommen werden, aber auf der anderen Seite, warum denn eigentlich? Ich verstehe es immer noch nicht. So viele Leute spielen Legit und haben kein Problem damit, wenn der Homie von denen spooft. Weil die vielleicht an der Arena da stehen, die wollen den freien Pass noch rausgeben, die gehen damit hin, die sagen, warte, ich beam mich kurz rüber, Bruder, oder wir können unseren Glückstausch dann gleich noch machen. Es ist doch harmonisch, man kann es für Harmonie nutzen, man kann vielen Leuten helfen. Bei uns Raids für Zuschauer, wir helfen den Leuten. Aber Leute haben immer was gegen Spoofer, aber wenn der Jentige es nicht schafft, wirklich gezielt gegen Spoofer vorzugehen, sodass die Legits außen vor bleiben, sondern einfach wahllos, wir drücken jetzt auf den roten Knopf und 50% aller Accounts sind mit einmal weg. Egal, ob die was machen oder nicht, es wird halt auf jeden Fall ein paar richtige treffen. Das ist doch der größte Mist. Dann lieber lass die Spoofer spoofen. Hauptsache, die Legits, die nichts Böses machen, behalten ihre Accounts. Es ist das Unding des Jahres, dass sowas passiert und dass sowas entstehen kann. Jetzt ist auch die Frage natürlich immer, Ramses, hast du keine Angst um deinen Account? Ich muss sagen, ich spiele eigentlich wirklich fast alles Legit, ja. Ich renne jeden Tag hier raus mit meinem Handy, stehe vor Ort, mache hier oft Videos vor Ort, poste in die Hibu-Gruppe, wenn ich vor Ort bin. Die anderen lassen sich alle einladen. Ich stehe da mit 6 Handys, weil ich mittlerweile dann so viele Accounts habe. Selbst das ist ja eigentlich schon wieder verboten. Das ist falsch. Das ist Multi-Accounting. Das wäre ein Grund, mich zu sperren, weil ich Multi-Accounting betreibe, obwohl ich vor Ort spiele und nichts spoofe in dem Moment. Also alles ist verboten, alles ist schlimm. Jetzt spiele ich die ganze Zeit eigentlich mit meinem normalen Handy immer vor Ort. Wenn wir Raids für Zuschauer machen, da ist das ja ein anderer Account, der auch keine Freunde hat, damit er da Leute einlädt, was auch nichts Böses ist. Wir den Leuten ja wirklich nur helfen, die eben keine Mitspieler haben. Und einmal jetzt kommt die heftige Theorie, einmal jetzt war es wirklich, ich habe nicht mit meinen Android-Geräten gespielt, sondern ich habe gestern Bock gehabt, nachdem wir hier schon ein paar Dialga-Raids gemacht haben, ich will einfach mehr. Ich möchte 100% Dialga, ich möchte ganz viele Raids machen, wir finden keine Mitspieler in der Stadt. Wenn du guckst wegen Einladen, dann werden die Raids abgesagt in diversen Raid-Gruppen oder es reicht auch nicht oder es trägt sich keiner ein. Also nimmst du das Zügel selbst in die Hand. Jetzt habe ich gestern einmal seit langem mit dem iPhone gespielt, habe meinen Account auf dem iPhone angemeldet, habe ein paar Raids gemacht tagsüber auf der Suche nach dem 100% Dialga. Ich meine, ich kaufe ja permanent Raid-Pässe, drück Niantic das Geld in den Arsch. Aber ich habe Bock, ich mache das gerne, weil es mir Spaß macht und ich möchte einfach nur ein 100 Dialga. Ich bin nicht Brandon Tan und wohne da, wo es abgeht. Ich bin ich und ich wohne hier und da geht halt nicht viel. Und man möchte einfach doch nur mehr spielen und mehr und das mache ich für mich. Ich schade keinem, jetzt habe ich mich einmal auf dem iPhone angemeldet und direkt abends natürlich dann die Meldung bekommen. Jetzt sagen alle, okay, Spieletrend, der benutzt ja auch iPhone. Jetzt gehen die Gerüchte schon so weit, dass wohl irgendwo es sowieso immer iPhone-User betrifft. Sobald ihr iPhone spielt, selbst wenn ihr Legit spielt, kann es natürlich sein, dass ihr dran seid, einfach gesperrt werdet. Wahrscheinlich hat das Erkennungssystem irgendeine Macke, dass es gezielt auf iPhone-User geht, weil jeder, der ein iPhone hat, der muss ja ein Cheater sein, so gefühlt. Die Androidler haben meiner Meinung nach eher Ruhe, die betrifft es nicht so sehr, die sind geschützter. Oder da kommt Niantic nicht ran, wie auch immer. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass ein Spieletrend, wo jeder weiß, das ist ein iPhone-User, jetzt so hart daran genommen wird. 7 Tage, jetzt 30 Tage und das, obwohl er so viel für das Spiel macht, finde ich wirklich eine Schweinerei. Ja. Und dann ich, der immer so Android unterwegs ist, jetzt einmal mit dem iPhone spielt und direkt auch was kommt. Es muss irgendwo hängen, das sicherlich ein bisschen zusammen. Oder auch nicht. Was ist eure Meinung dazu? Ich weiß es nicht. Wie spielt ihr? Spielt ihr mit iPhone? Spielt ihr mit Android? Habt ihr schon mal so eine Verwarnung erhalten? Also ihr könnt, ja, wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ihr schreibt, ich bin Spoofer, ich spoof auf iPhone jeden Tag. Hier ist mein Trainercode, hier ist mein Account, los, meldet mich alle. Nee, aber ihr könnt ja trotzdem, gerade wenn ihr Legit-Spieler seid und mit dem iPhone unterwegs seid und auch schon mal sowas bekommen habt, euch mal dazu outen, dass wir mal sehen, wen es aus der Community auch betrifft. Oder generell habt ihr Erfahrungen damit, habt ihr Angst um euren Account jetzt, wenn ihr normal spielt, dass ihr trotzdem sowas kriegt, anhand von dem Beispiel Spieletrend.
Ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier diese 7-Tage-Meldung. Das heißt, ich habe jetzt meinen Account beim iPhone wieder runtergepackt. Ich werde nur für Raids für Zuschauer wieder die kleinen Accounts aufs iPhone packen. Wir werden weiterhin Raids für Zuschauer hosten natürlich, weil wenn dann jemand gesperrt wird, dann sind es ja die Accounts, die euch einladen und nicht eure. Also Raids für Zuschauer ist weiterhin ungefährlich. Das geht so lange gut, wie es gut geht. Auf dem Großen werde ich jetzt erstmal wieder die Füße stillhalten, werde wieder weiter auf Android die ganze Zeit zocken und mal gucken. Es kann natürlich sein, dass nach den 7 Tagen direkt die 30 kommen. Bam. Aber das Ganze hatte ich ja schon mal. Wer das nicht weiß, ne? Weil immer alle sagen, hast du nicht Angst um deinen Account? Ich hatte schon mal eine 7-Tage-Warnung. Ich hatte schon mal 30 Tage Sperre. Den kompletten Monat war der Account ganz weg. Dann war Ruhe. Und jetzt fängt es wieder an mit 7. Obwohl alle sagen, ey, wenn du 30 hattest, der nächste Schritt ist Perma. Aber du siehst nach 30 nix und dann plötzlich wieder 7. Und nach 7, nochmal 7, nochmal 7, habe ich auch schon gesehen bei einigen. Dann wieder 30, dann Perma, Perma, bei manchen auch ein Jahr, dann gar nichts. Also es ist so verworren alles. Niantic, lass die Spieler doch einfach spielen. Keine Ahnung. Ich finde trotzdem immer noch, manche ärgern sich über Spoofer, aber der Großteil der Leute hat kein Problem mit Spoofern. Oder spooft selber oder findet es sogar hilfreich. Und die paar Leute, die euch so unter Druck setzen, damit ihr handelt und ein System loslasst, was die Legit-Spieler rausnimmt und bestraft, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Oh, Sauerei, ne? So ein Sauerbrei, du. Jo, das war's auf jeden Fall jetzt erstmal von meiner Seite aus. Komisches Video. Haben wir es so auch noch nicht gemacht, einfach nur so dumm gelabert, aber schreibt mal rein, ob euch das betrifft, was eure Meinung dazu ist, nochmal. Habt ihr das mitbekommen bei Spieletrend? Was sagt ihr dazu? Was sollte Niantic jetzt machen? Oder wie gibt's da eine Lösung? Gibt's da gar keine Lösung? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend bei Chill mit Ramses im Livestream wieder. Da ist der Hannes dann nicht mehr da, deswegen sagt schon mal Tschüss, Hannes. Tschüss, Hannes. Ja, Hannes verabschiedet sich selbst, das ist aber sehr schön. Also, den Hannes, der ist heute Abend nicht mehr da, ich bin dann da und dann, keine Ahnung, stellt Fragen, vielleicht haben wir noch was zum Bequatschen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.